die Vorbereitungen laufen. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Frankfurt. Donnerstagmorgen, es ist jetzt 9.36 Uhr. Und Schatzi hat leider ein bisschen Hüstelchen und deswegen muss er eine Maske tragen während der Fahrt. Ich habe auch schon ein bisschen roten Hals. Ich hoffe nicht, dass sich das noch verstärkt. Also, wir starten! American Diner, der sogenannten Kette Miss Pepper. Und hier wollen wir jetzt mal schauen, ob die Burger können. Hier ist irgendwie so eine moderne Hip-Hop-Musik und überhaupt keine 50er Jahre oder so. Und ich habe meine Brille vergessen, ich kann die Karte gar nicht lesen. Also, man kann ganz klar sagen, das Ambiente stimmt, das ist total schön, aber der Burger hat überhaupt nicht überzeugt. Aber der Laden läuft, also hier kommen permanent Leute rein. Das ist direkt an der Aral-Tankstelle hier auf einer... an der A7, an der... McDonald's ist noch gegenüber, direkt an der Autobahn. Ja, aber ich kann ganz ehrlich sagen, hat nicht überzeugt. Bis auf das Ambiente, das fand ich geil. Wie Mobiltelefone oder Tablets dürfen Sie gerne im Flugmodus nutzen. Wenn Sie die Lufthansa Flynet-Angebote oder den Telekom Hotspot an Bord nutzen möchten, schalten Sie die WLAN-Funktion ein. Bei weiteren Fragen zum Gebrauch elektronischer Geräte an Bord und zur Nutzung von Flynet sprechen Sie uns gerne an. Schneiden Sie sich jetzt bitte an.
das ist er nun, unser Zuhause für die nächsten 3 Wochen. Vorräte sind aufgefüllt und nun starten wir Richtung Joshua Nationalpark. Wir haben gerade gelesen, dass diese Bäume hier so eine Art Yucca sind. Sieht auch ein bisschen ähnlich aus, aber eben viel, viel größer. Joshua Nationalpark. Jumbo Rocks. Campground ohne Wasser, dafür mitten im Wilden. Und jeder hat so eine kleine Bucht hier mitten in den Steinen. Das ist toll. Und jetzt gibt's noch Abendessen. Haferflocken. Sieht man unseren Schlafplatz. Das ist so schön hier. Gehen wir einfach ein bisschen. Man sieht jetzt auch noch, ich habe ja Reinhards Erkältung bekommen und auch ein total starkes Gesichtsekzem. Das hat das gestern alles so ein bisschen getrübt, weil wir wirklich einen ganzen Tag in der Klinik verbracht haben, bis wir da einen Arzt gefunden haben und Medikamente für mich besorgen konnten. Dadurch war der Tag gestern so ein bisschen im Eimer, aber wir wurden am Ende des Tages mit diesem Campingplatz hier doch belohnt. Musik
So, hier haben wir einen Händler gefunden, der ganz viel Schrottautos sammelt. Und wir dürfen hier mal ein bisschen puscheln. Er hat nur gesagt, zieht euch festes Schuhwerk an. Hier ist Klapperschlangen Sonder achten. Heute eigentlich der 1. oder 2. Mai? 2. 2. Mai. Heute gibt es an. Oh, hast du dir eine große Schüssel da gemacht? Ja, ich habe reichlich wieder. Boah, guck mal, meine Kleine hier dagegen. Gibt's ja nicht. Hast du Hunger oder was? Campground at Kingman. Sehr luxuriös, schön mit Restrooms und Strom und Wasser. Nette kleine Buchten hier alles. Also es ist echt schön. Wir haben hier gut gestanden heute Nacht. Es war ruhig. Ganz viele Leute reisen hier mit Hunden. Also das ist extrem. Und dann haben die hier so Zwinger für die Hunde, dass die Hunde dann draußen bleiben können. Das finde ich. Furchtbar, dass die Hunde hier bleiben sollen. Sowas. Das finde ich ja komisch. Wer will denn seinen Hund so einsperren? Hm.
in der Bar. Whisky für alle! So, jetzt steuern wir wieder einen Walmart an, weil wir ein paar Vorräte brauchen. Wir fahren jetzt mit dem Shuttlebus zum Skywalk. Meine Kreditkarte ist leider verglüht. Aber meine glüht noch. Rechts auf, den Parkplatz abbiegen, dann Ankunft am Ziel. Alle waren in unserem Auto drin, jede einzelne Klappe musste geöffnet werden, habe ich so lange nicht erlebt. Dann parken wir heute mal wild beim Casino, weil alle Campingplätze komplett voll waren. Heute mal ein wildes Abendessen. Brokkoli geschnitzeltes mit Avocado. So, völlig entkräftet wurden wir eben von unserem schönen Platz weggescheucht. Und da es schon sehr spät ist und hier alles überbucht ist, haben wir gesagt, haben wir uns jetzt hier ein Zimmer genommen. $114. So ein Campingplatz kostet 70. Spiel, Casino. Ja, aber geschlafen haben wir gut, oder? Geschlafen haben wir super. Also das ist mit der Klimaanlage haben wir dann auch hingekriegt. Aber hier, das finde ich so am schönsten. Finde ich mega. Wie damals.
müssen wir denn nehmen? Supreme? Regular? Ach, so einfach geht das? Bist du sicher mit Regular? Ja, da bin ich sicher. Jetzt ist die Sache mit der Karte. Zeigen die Welt von außen, von innen. Hier kochen unsere Nudeln mit roter Soße. So, pass auf, und da ich immer mit meinem Google-Account hier unsere Campgrounds buche, reise ich unter dem Namen, unter dem Deckmantel Betseros. Ja, leider ist es echt kalt und regnerisch, aber wir wollen mal sehen, ob morgen im Park ein bisschen schöneres Wetter ist. Wir sind unterwegs im Zion Nationalpark. Fast wie zu Hause. Ja. Guten Morgen. Unsere Heizung geht leider nicht. Wir wissen nur die Klimaanlage, wie sie angeht. Und da es hier heute Nacht 2 Grad waren, haben wir echt gefroren. Mit unserer beider Erkältung nicht so wirklich prickeln. Jetzt haben wir hier den Gaskocher an. Ja, ich muss heute leider noch mal einen Arzt aufsuchen. Und wir sind jetzt hier im Zion Nationalpark. Den werden wir nicht besichtigen, weil es einfach kalt ist, weil wir zu schwach sind. Sodass wir jetzt gesagt haben, heute ist der Tag der Gesundheit und wir werden einen Arztbesuch nochmal machen und dann Richtung Arches Nationalpark und Antelope Nationalpark und dann werden wir hoffentlich ein bisschen mehr Sonne bekommen. Hier wollen wir nicht bleiben. Guten Morgen, Freunde der fernen Heimat. Wir hatten heute Nacht 2 Grad. Wir wissen leider nicht, wie unsere Heizung angeht. Wir können nur Klimaanlage und wir diese Minus. Heute hatten wir 2 Grad in der Nacht. Das war natürlich arschkalt. So. Das Wetter soll auch nicht besser werden. Wir werden jetzt den Zion Nationalpark dadurch umfahren und oder durchqueren und gar nichts machen. Und heute nochmal muss ich einen Arzt besuchen. Wir haben jetzt hier in New Harmony, wo wir sind, ein Medical Center gefunden. Die sind ziemlich arrogant und man sitzt da stundenlang. Ich habe ja schon einen Arztbesuch hinter mir wegen meiner Allergie. Ich habe ja ein total schlimmes Gesicht gekriegt. Ich weiß nicht, was hier los ist. Irgendwie ist der Wurm drin. Aber ja, heute gehen wir nochmal zum Arzt. Ich brauche ein Antibiotikum, damit es überhaupt weitergeht. Ich kriege nachts überhaupt keine Luft. Schlaf seit Tagen im Sitzen.
Und ja, und dann wollen wir mal schauen, dass das ein bisschen besser wird. Und wir fahren jetzt Richtung Arches Nationalpark, bleiben da eine Nacht und dann geht es weiter zum Lake Pole. Da soll das Wetter auch schöner sein und da haben wir uns, das ist im Antelope Nationalpark, und da haben wir uns 2 Nächte eingebucht. Das ist erstmal so das grobe Ziel, wie wir uns jetzt weiter hier bewegen wollen. Aber erstmal steht die Gesundheit im Vordergrund, weil wir können weder gehen noch irgendwas machen. Ich kann noch nicht mal richtig schlafen. Ich nehme Codein seit Tagen in der Nacht. Also es ist alles irgendwie. Ja, das erstmal soweit von der Front. Tschüss, wir melden uns später, wenn es schöne Fotos hoffentlich gibt. Mit dem Doktor. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, lieber Markus. Happy birthday to you. Wir zwei Leichen hier wünschen dir aus der Ferne alles Liebe zum Geburtstag. So. So, Richfield. Hier ist Tennessee. Utah. Wir haben hier Frühling. Man sieht wirklich, die Bäume sind zum Teil überhaupt gar nicht grün. Aber wir haben einen Herrn. Das sieht alles immer so aus, so Amerika, Wüste, 40 Grad, ja, vergiss es. Ja, ich habe das auch noch nie gesehen. Schatzi ist mutig. Du weißt, wie es geht? Ja. Das finde ich natürlich luxuriös, dass man das hier direkt am Platz. Ich kenne das so, dass man da an so eine Stelle fahren muss. Aber das ist direkt an und. Oh, da läuft was raus. Da läuft was raus. Ja. Es ist arschkalt. Jetzt habe ich eben meine Drohne geschreddert. Ich wollte hier schöne Luftbildaufnahmen machen, aber ich habe ja Gott sei Dank Ersatzflügel mit. Aber das hat die ganz schön. Das hat die unters Auto geschleudert, ne? Unters Auto. So, jetzt muss ich erstmal noch die anderen reparieren hier. Die hat auch was abgekriegt. Der hat was abgekriegt. Der auch hier. Odroni, Gott sei Dank ist der Gimbal heil geblieben. Ich zeig mal gleich, was ich abfliegen wollte. Aber es ist so stürmisch, kann man nichts sehen, ne? Hier wollte ich eben die Drohne hochjagen, weil es einfach zu schön ist. Wir haben hier unweit der Straße des Highway 91 einen kleinen See entdeckt und trinken wir jetzt eine Tasse Kaffee. Und hier wieder meine Freunde. Ich habe eben schöne Rinderknöckschen gekauft für die beiden. Dann gibt es noch eine Schale Wasser. Und dann sind die beiden erstmal für heute satt. Ne, Schnuppi? Du bist ein
feines Mäuschen. Viele Straßenhunde hier. Ich möchte keinen, danke. Hey, Schnuppi. Das Schöne ist, die packen einem das immer alles ein. Da sind unsere Steaks. So, den Zion Nationalpark haben wir hinter uns gelassen und da wollten wir nicht bleiben. Erstens kaum Möglichkeiten da reinzukommen, weil wir viel zu weit weg waren vom Haupteingang. Zweitens zu kalt, richtig kalt. Schnee auf den Wipfeln, also richtig neben uns Schnee. Nee, wir haben nachts gefroren. Dann haben wir uns entschieden, wir fahren weiter. Und zwar Richtung Arches Nationalpark. 300 Kilometer. Ja. Kathi hatte schon eine Unterkunft gebucht. Es war alles bestens, alles prima. Bis wir ankamen und gemerkt haben, 350 Kilometer entfernt vom Arches Nationalpark. Wir mussten umbuchen, war aber Gott sei Dank möglich. Storniert, dann hier gebucht. Ja. Dann ging die Jagd nach den Tickets los, denn die waren alle ausverkauft und es gibt nur eine begrenzte Zahl von Tickets, dass man in den Park reinfahren darf mit seinem Auto und es muss ein Träumchen sein. Also das sieht man ja jetzt schon, was hier los ist. Ja. Musste man um genau 18 Uhr sich einloggen, aber man musste vorher einen Account erstellen und das war alles sauschwer. So, nur reicht's. Wir haben es geschafft. Ja. Wir sind jetzt hier. Wir sind hier. Wir haben einen Pass. Wir können morgen zwischen 9 und 10 den Park betreten und werden einen tollen Tag dort haben. Da habe ich keine Sorgen. Heute Morgen, Zion. Arches. Oh. 350 Kilometer. Nochmal. Angekommen. Ticket geholt. Alles gut. Morgen Arches. Zur Belohnung des Tages. Oh, das ist für Kathi. Das ist für mich. Oh, ich gönne es dir so sehr. Prost! Lecker. Lecker. Das hast du dir echt verdient. Verdient. Und vor allen Dingen, wenn das schon wieder schmeckt, ist das auch ein gutes Zeichen, ne? Also, das ist Situation, Kathi. Ja. Es ist so schön hier. Ja. Man hier erkennen kann, sind wir im Arches Nationalpark angekommen. Es ist tatsächlich warm, obwohl die Wetter-App gesagt hat, totale Unwetter. Nur wollen wir mal sehen, was uns erwartet. Ich kann leider nicht laufen, meine Bronchitis ist total schlimm. Ich kriege kaum Luft, deswegen müssen wir hier leider durchfahren und immer gucken, wo es schön ist. Mit Aber viel Wandern ist genügend Punkt. Und mit viel Wandern ist leider nicht. Aber auch das gehört dazu, wir müssen das nehmen, wie es kommt. Ne? Aber ich bin leider echt immer noch total erschossen. Aber wir sind da, hier kann man so ein bisschen sehen. Und da gehen wir jetzt auch rein oder fahren wir jetzt auch rein. Hier wieder von der Front im Auto. Wir haben gerade gesagt, dass wir im Arches Nationalpark jetzt gelandet sind. Ich finde, wenn ich jetzt so das Video drehe, dann sieht man gar nicht, dass ich eigentlich tot bin. Und das finde ich eigentlich schade, weil wie soll das gehen? Ich bin völlig im Arsch und ich möchte das auch mal kundtun. Aber wie heißt das schön? Eierlikörchen kann ich auch nicht trinken. Das Leben muss ja weitergehen. Hier ist die Einfahrt. Arches Nationalpark. Gerade eingefahren
Und man muss mal gucken, was das hier für Kaventsmänner sind. Wahnsinn. Also ganz toll. Und hier im Hintergrund immer ein Motiv irgendwie mit dem Auto auch. Selbstredend im Grunde. Überall, wir kommen gar nicht vorwärts, sind so Parkbuchten und dann wird man belohnt mit so einer Kulisse. Es ist unglaublich. Wir sind hier 1500 Meter hoch, deswegen ist es auch schon recht kühl und wir haben jetzt tatsächlich mal Glück, dass wir ein bisschen Sonne haben. Hier ist so viel los. Ja. Nochmal. Hast du noch Speicherplatz? Ohne Ende. Ohne Ende. Ich habe auch mit, ich kann sonst mit Ende? Auf, mit Ende. Ich, hab, ja. Ich kann sonst auf dem Laptop abspeichern. Ja, wir laufen jetzt hier zu einem der, ich hoffe, Bögen im Arches Nationalpark, wie eben gezeigt. Thank you.
von Arches Nationalpark zum Lake Powell, wo wir jetzt hinfahren. Durchfahren wir Zeitzonen gleich zwei und es sind 450 Kilometer. Das bedeutet, wir sind jetzt locker 5 Stunden unterwegs und treffen dann heute Abend am 5.5. im Lake Powell, Arizona wieder ein. Dann sind wir schon wieder ein ganzes Stück Richtung Las Vegas und von da aus geht es ja dann ins Death Valley und dann wieder zur West Coast Richtung Los Angeles zurück. Also das ist jetzt im Grunde genommen unsere nächsten Tage. Heute wird es natürlich echt noch ein Mörderritt. Schön hier, ne? Kostet 135. Wie viel? 135. Hast du jetzt noch mal überlegt, oder? Die Frage, sollen wir das machen? Ja, sonst. Ja, das machen wir. Das erinnert mich an irgendeinen Saloon, wo die sich irgendwie in den Zimmer an Wilden Westen genommen haben. So. Wir sind jetzt hier nochmal in diesem Zimmer und gehen jetzt was essen. Wo ist er? Da ist er, Schatzi. Das ist hier eine echte Show. Also das kann man nicht beschreiben, ne? Das ist Western und alt, oh, originell. Mal sehen, die haben da einen Schwenkgrill, da sind irgendwie solche Lappen Fleisch drauf gewesen, habe ich eben gesehen. Da gehen wir jetzt mal hin. Also Rainer meinte eben, wenn man in die Rezeption geht, dann sagt man, John Wayne ist hier geboren und oder hat hier gelebt. Und das mache ich jetzt mal, weil das will ich mal sehen. Das ist so das Hinterland. Thank you.
Also Kräuterbutter, alles auf dem Steak. Auf dem Grill. Guck mal, wie klein unser Steak ist. Ja. Aber lag doch nicht ein großes? Nee. Satzi! Was ist denn mit den Tomahawks, die da lagen? Ja, die kosten 60 Ocken. Wir haben die kleinen. Für 30, für 40. Guten Appetit! Guten Appetit! Mit Beans. Wie John Wayne ist schon aß. Echtes Steak vom Holzgrill. Frankgrill und richtig super. Da muss ich wirklich sagen, ne? Auf die Minute. Die Teller, die sind speziell. Klapper mal gegen, das ist so mit Rost. Also da hat John Wayne definitiv schon von gegessen. Dass wir ganz gut geschlafen haben. Bis auf meine Hustenanfälle in der Nacht ging das ganz gut. Hier über diese Brücke fahren wir jetzt und ich versuche mal, die Drohne noch mal hochzuschicken. Ja auch mal zeigen. Die Uhr lädt, das Handy, die Kamera und die Drohnenstation lädt auch auf. Der Akku ist komplett leer gelutscht gewesen. Und jetzt zeige ich mal im Antelope Canyon, wo wir geblieben sind. Im Page Antelope Campground. Das zum Beispiel finde ich extrem süß, diese Planwagen. Ja, Kabinen, die man buchen kann. Und es ist einer der schöneren, weil der hat tatsächlich ein paar Bäume. Die anderen standen mitten in den Felsen. Oh, wir haben unsere Markise das erste Mal ausgefahren. Oh, wie schön, weil es hier warm ist. Da, so hatten wir es noch nie. Heute wollen wir selbst grillen. Keine Grills. Thank you.
Hallo, wieder der klassische Walmart-Einkauf. Heute gibt es Steak mit Beans. Das hat uns nämlich gestern gut gefallen, ne? Steak mit Beans und dazu Salat. Und wir wollen uns Grillkohle kaufen, haben wir alles nicht. Anzünder und Feuer. Anzünder und Feuer. Und jetzt müssen wir auch mal zeigen, wie das hier drin so aufgebaut ist in dem schönen Walmart. Heute trauen wir uns mal ran. Ich will mal einmal zeigen. Also ein richtiges schönes T-Bone, aber es ist ja eins für einen alleine. Wir wollen mal sehen, die Beans lassen wir weg. Hier haben wir jetzt eine schöne Grillstelle. Da, was da hinten räuchert, das ist unser Grill. So, guten Morgen, ein neuer Morgen im Camp Lake Powell, wo wir heute unsere schöne Tour durch den Antelope Canyon machen wollen. Das sind diese Wahnsinnsfeldformationen in diesen Farben und ich habe extra gesagt, weil das alles so in Sand und Terrakotta und in so schillernden Farben ist, brauchen wir für die Fotos Kontraste. Und deswegen habe ich heute die Farbe Mint ausgewählt. Und Rainer hat auch Mint gewählt, damit wir uns von den Felswänden nachher abheben. Das fand ich so lustig. Ich habe heute die erste Nacht geschlafen im Liegen. Ich konnte tatsächlich ein bisschen schlafen und das ist richtig schön. Ja, wir frühstücken jetzt. Hier im Hintergrund stehen schon wieder unsere Müslischalen mit Haferflocken und Blaubeeren. Rainer nimmt noch einen Apfel dazu, ich ein paar Walnüsse. Und so werden wir uns hier immer morgens ernähren. Jetzt geht's gleich los. 9.15 Uhr ist unsere Tour. So, du bist auch auf Sendung und jetzt kommt noch eine Knalle, eine persönliche Message an meinen lieben alten Freund Carsten. Hallo Carsten. Also Rainer hatte heute Morgen die ultimative Idee und hat gesagt, also ich habe gesagt so, also irgendwie sind diese Ereignisse, die wir hier erleben, sogar noch ein Ticken besser als mein geliebtes Land Australien. Und dann meinte Rainer, ja weißt du was, dann gib doch einfach Australien an Carsten zurück und jetzt gehört dir Amerika. Und genau so mache ich das, Carsten. Australien gehört dir. Und ich bin jetzt offizieller Besitzer von Amerika. Mit Donald Trump haben wir aber noch nicht gesprochen. Nee, scheiß drauf. Also, alles tun. Es ist wirklich so atemberaubend schön hier, dass das von den Attraktionen der Natur echt getoppt wird. Also, weißt du Bescheid. Wir grüßen ganz lieb. Ich filme jetzt mal hier die Ecke. Gestern Nacht, da haben wir, gestern Nacht, da haben wir geschlafen und auf einmal machte das Rabam, Rabam. Ich hatte 2 Codeintabletten drin. Ich dachte, wir haben ein Erdbeben. Ich schrie, Rainer, wo bist du? Was? Ich habe es auch gehört, es war stockdunkel. Da hat hier einer auf dem Campground versucht, einen Parkplatz zu finden, hatte sich nicht angemeldet, kannte sich nicht aus und hat uns voll an dieser Ecke hier gerammt. Buff. Ja, zeige ich gleich auch das Foto dazu. Wir haben keinen Schaden, er hat sich die Seite ganz schön demoliert, denn bei uns war nur diese Kappe da unten weg von der Stoßstange. Und das bedeutet, wir haben keinen Schaden, wir haben ihn trotzdem gemeldet und sind nochmal heil davongekommen. Das war eine Aufregung. Erlebst du alles hier, wenn man nur auf Reisen ist. So, hier ist der Entrance zum Lower Antelope National Park, Canyon, und da unten läuft man dann 1,5 Meilen geführt
so eine Guide-Tour und dann soll man schon da sein. Alle 15 Minuten gehen hier die Slots und die Massen los. Wahnsinn. Und wir warten auf Einlass. Geil. Ja. You can see these tiny little crystals that are inside. These crystals reflect the light inside. When we go to the dark areas, this light reflects on those quartz crystals that are reflecting all this beautiful light inside. That's another quartz crystal. Zwei Nächte am Lake Powell übernachtet. Das war recht schön, auch mal erholsam, um ein bisschen durchzuatmen. Ich kann immer noch nicht nachts durchschlafen. Codein wird weiterhin eingenommen, Antibiotikum immer noch. Aber wir haben jetzt hier den Staudamm erlebt und ich habe auch hinter dem Staudamm ein paar Drohnenaufnahmen machen können. Und die kommen dann auch gleich. Jetzt fahren wir weiter. Heute ist eine Mördertour zum Death Valley. Das sind über Las Vegas um die 600 Kilometer. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen. 340 Kilometer bis Las Vegas. Ich glaube, da könnte dann noch mal wieder so ein Knotenpunkt sein, wo wir auch sagen, da in der Nähe werden wir übernachten. Ja, jetzt geht's erstmal los. Da hinten steht Rainer, hat schon gesagt, als ich meinen Selfie-Stick rausholte. Ach, das wird wohl länger dauern und ein Motor abgeschlossen. Auf geht's! An der Talsperre. Ich wollte die Drohne eben steigen lassen und die Drohne ist nicht gestiegen wegen absoluter Flugverbotszone. Aber ich wollte mal hier was versuchen ranzuzoomen. Da oben steht einer. Kann man den sehen? Ein bisschen. Der hat hart gearbeitet, diesen Weg zu haben da oben. Wieder auf Sendung. Lake Powell zur Rechten und der
Geld gegeben? Hier in der Wüste ist wichtig, ist ja nichts. Das ist alles nur Wüste. Stundenlang das Gleiche auf der Augen. Was gibt es denn hier? $85 für 21 Gallonen. Bitte schön. Rainer, Kathi, unsere überlebenden Haferflocken, Mandelmilch, Joghurt für Rainer und die Blaubeeren. Ach, meine Nüsschen fehlen noch, aber die sind auch da. Oh, ein frisch geduschter. Ja. Du bist passend angezogen. Wir sind hier bei so einem Mexikaner gelandet. Das ist ganz nett. Wir sind als Einzige draußen. Drin war recht voll. Bohnenmus und darunter ist der Tortilla mit sehr viel Käse und Salat. Und das ist dieses Bohnenmus. Eben durch Las Vegas gequält. Juhu. Das hast du aber gut gemacht. Aber die Navis haben sich vertan. Also dein Navi hat sich vertan. Deins. Ja, mein Stück. Ja. Der Ball ist meine. Also, wir sind jetzt hier wieder echt ein bisschen höher auch. Das heißt, hier ist es klimatisch besser. Und wir machen jetzt einen Fahrradwechsel. Fahrradfahrerwechsel. Wir wechseln jetzt auf Fahrräder. Und dann fahren wir noch 114 Kilometer weiter zum Death Valley. Ich bin so echt auch. Death Valley Junction, die letzte Kreuzung
Hier ist mal ein Gebäude gewesen, aber das komplett verlassen ist. Einer eben, hat man noch mal weg. Wohin? Nee. Aber hier war ein kleiner Store. Guck mal. Und ein kleines Restaurant, das gucken wir uns mal an. Mal sehen, was es da gibt. Sah aus wie ein Saloon. Machen wir. Machen wir alles. So, Casino. Wieder mitten in der Wüste. Und man sieht, ne, was kostet die Welt. Ich weiß allerdings nicht, wo sie das Wasser her haben. Aber wir stehen da hinten in der Dürre auf dem Schotterkies. So, jetzt gehen wir mal rein. Jetzt eben außerhalb unseres Casinos diesen Saloon da gefunden und da wollen wir jetzt mal gucken gehen. Hier draußen sind schon unsere zwei Stühle, guck. Stürmisch heute Nacht gewesen. Wir wurden ganz schön geschüttelt, aber der Morgen ist so ruhig und so schön klar. Da drüben ist das Casino und jetzt gehe ich mich duschen und waschen. Ein echter Meteor, das haben wir gestern entdeckt. Das muss, ich finde das ziemlich beeindruckend. Machen wir ein Foto? Machen die auch ein.
Guten Morgen, hier kommen wieder die bekannten Berichte. Guten Morgen. Wir fahren jetzt durch das Death Valley. Genau. Wir wissen nicht, was uns erwartet. Wir wissen nicht, was uns erwartet. Ich weiß nur, ich habe die erste Nacht ohne Codein verbracht. Und es war gut. Es rasselt nicht mehr so in meinen Bronchien. Und deswegen bin ich jetzt bereit für das Death Valley. Lange anstehen angesagt, denn vor dem einzigen Schild ist ein einziges Auto. Und die machen gerade auch ein Fotoshoot. Death Valley. Einer macht jetzt hier den ersten Abstecher von der Hauptstraße. Weg von der 190 wollen wir jetzt zu Dante's View, 11 Meilen. Vehicle über 25 feet not allowed. Wir fahren hier wirklich tief ins Death Valley hinein und man sieht, Straßenrand blüht alles und es ist recht grün sowieso, aber hier gibt es auch orangefarbene, weiße und gelbe Blüten. Alles blüht. Dante's View und es hat sich gelohnt. Dante's View und ich finde, kann man haben. Weiter geht's. Hier ist ein weiterer Lookout, ein Scenic Point, von dem man hier immer liest und man sieht hier tatsächlich ordentlich was los. Wir laufen jetzt hoch. Goldene Canyon mit einem Teil des Todes. Und nun wollen wir mal gucken, wo geht das jetzt hier hin? Was war da der Blick? Jetzt kommst du zum Sabrissenfreund. Nee, dieser Weg hier, wo führt der hin? Mein Schöpfer.
aber. Auf dem Weg zum Artist Drive, das ist auch nochmal hier in dem Abstecher auch nochmal ein Highlight. Station mitten im Death Valley, die einzige, die es gibt. Und wir machen jetzt ein Päuschen, die Luft brennt, also es ist jetzt richtig heiß. Ich möchte gerne in den Saloon, wie früher. Oh, hier sind schöne Tische mit draußen sitzen, aber ich befürchte, es ist zu heiß. Erreichen Sie das Ziel, Parliament Springs. Das Ziel liegt links. In der Nacht kalt. Ich habe eben die Heizung laufen lassen. Ich bin um 3.40 Uhr wach geworden von der Kälte. Und jetzt ist unser Morgenritual. Schatzi macht Kaffee. So, eigentlich geht es mal zum Auto zu den Waschrooms. Voilà. Campgrounds, die etwas besser organisiert sind, wo auch ein gewisser Standard ist. Da haben wir heute Nacht wieder übernachtet. Ich wollte es auch nur einmal zeigen, das sind so die Campgrounds, wo wir gerne landen. Heute Nacht war ja keiner mehr da, als wir ankamen. Jetzt aber um 8 Uhr morgens kommen die und beginnen und dann können wir auch bezahlen. Ah, it's open. Good morning. Good morning. How are you? Good, how are you? So we want to pay now. Yeah. We leave yesterday late. And oh, okay.
Yes, it was nice here. Oh, I thought you had a golf club. You're taking pictures. Yeah, but that is only a picture. Well, what do you mean? No, your phone. I like that. Boah, hier oben in den Bergen ist es mal richtig frisch. Also ich friere richtig. Plantage und die Linie alle unten. In der Sonne Kaliforniens gereiht. Wieder einmal ein Wohlmord. Und wir haben Hunger. Ein paar der Straßen im Sequoia Nationalpark sind leider geschlossen, sodass wir einen kleinen Teil zwar befahren können, aber eben nicht zu dem zweitgrößten Baum der Welt zum Beispiel, zu der Tropfsteinhöhle nicht gelangen, und sodass wir uns jetzt hier entschieden haben, erstmal hier zu bleiben und morgen früh dann die Strecke zu fahren, die wir dürfen. Die Straßen sind zu schlecht und die sind dann einfach gesperrt. Zack, bumm, sind sie damit durch. Zwei Buchungen mit meinem Handy gemacht. Übers Internet gemacht. Ja, was denn? Zwei Nächte RV Park in Los Angeles, wundervoll am Strand. Ja, die letzten beiden Nächte. Ja. Und Paramount Pictures. Ja, das, da freue ich mich drauf. Ja. Ja. Hallo, guten Morgen in die Ferne, liebe Freunde. Ein neuer Tag im Paradies. Die gute Nachricht vorweg, ich habe heute Nacht durchgeschlafen. Ich musste wieder zwei Kodein-Tabletten einnehmen.
weil mich die letzten Tage der Husten nicht schlafen ließ. Aber diese Nacht habe ich gut geschlafen. Es ist recht kalt. Wir haben eben auch die Heizung wieder angehabt. Und ja, ohne Heizung morgens im Auto ist doof. Ich habe mir das alles ein bisschen wärmer vorgestellt. Ist jetzt nicht so. Aber da ist so die Erwartungshaltung, ja, egal. Wir fahren jetzt weiter von diesem schönen Campground und suchen die großen Mammutbäume. Zu dem Campingplatz an sich möchte ich mal was sagen. Das ist vom Service her der schlechteste, den wir hier hatten. Von der Lage ist der sehr schön, klimatisch auch. Aber eine einzige Toilette für diese ganzen Menschen hier. Eine Dusche, die du nicht benutzen kannst und kein Entschuldigung, und kein warmes Wasser. Das heißt, wirklich bei 2 Grad Haare waschen ist nicht. Deswegen Basecap und Haare waschen und duschen wird völlig überbewertet. Dann im Auto haben wir auch kein warmes Wasser. Aber das macht uns alles nichts aus. Das ist überhaupt kein Problem. Wir werden bestimmt wieder einen Campingplatz irgendwann finden mit Dusche. Oder wo man eine benutzen kann. So, Katzenwäsche geht eben auch. Muss ja, was soll's. Ja, wir machen hier schon so ein bisschen, ja, das ist echter Campingurlaub, aber geil. Auf eine Art ist das echt geil. Wir suchen die Mammutbäume immer noch und jetzt geht's los. Hier oben, wir sind hier 2500 Meter hoch, ist es recht. Nee, Fuß. Entschuldigung. Fuß. Du bist immer so übertreiben. Ja, gar nicht. Der Schnee ist hier 1 Meter hoch. So, wir gehen jetzt mal ins Visitor Center. Gucken erstmal, wo wir hier gelandet sind. Es ist sehr kalt und ich bin nicht entsprechend gekleidet. Komm in unseren Skiurlaub. Willkommen. Es ist irgendwie spooky hier, finde ich. Schon 1900 genau an dieser Stelle standen, wie wir jetzt. Musik.
General Grant. Wir sind hier unglaublich hoch. Das kann die Kamera kaum erfassen. Fuß hoch. Das ist der Hume Lake. Das ist der äußerste Punkt im Nationalpark, den man noch befahren darf. Hier ist Schluss. Müssen wir quasi die ganze Strecke wieder zurück. Unser Tagesziel erreicht. Wir haben die Mammutbäume gesehen, zumindest die freigegeben waren. Wir haben den Human Lake, das ist so der letzte Punkt. Und jetzt müssen wir auch umdrehen, wieder zurück. Den haben wir auch gesehen. Das sieht ein bisschen wirklich aus wie in Kanada, obwohl ich noch nie in Kanada war. Aber es ist einfach nur so schön hier. Nehmt euch mal mit. Toll, ganz klar, Daumen hoch. Hat sich gelohnt. Circa 100 Kilometer vor... Na, geh du mal weg! San Francisco, ey! Die klauen einem die Vögel des Abendessen. Ich glaube, es hackt. Kurz vor San Francisco. Wollte der die Butterstulle klauen hier mit dem Käse. Haben wir einen wunderschönen Campground gefunden. Ziemlich groß. Hier ist der kleine Räuber. Der kennt hier überhaupt keine Angst. Da müssen wir aber noch mal kämpfen. Nee, Freundchen. Also noch mal von vorne. Ich habe erstens geduscht, mir die Haare gewaschen. Wir sitzen jetzt hier, es ist noch 19 Uhr und lassen den Abend schön ausklingen. Hier sind wieder diese Riesen überall. Die sind ja, ich glaube, kleiner als solche Schiffe können die gar nicht. Ja, und so werden wir diese Nacht hier verbringen und dann morgen weiter nach San Francisco. Ich möchte auf jeden Fall... Oh, hier ist ein Hund drin. Ich möchte auf jeden Fall Alcatraz, Golden Gate. Jetzt ist der Vogel schon wieder hier. Ich muss mich jetzt hier hinsetzen, ich habe zu tun. Hier ist wieder das gewohnte Guten Morgen Video. 6.15 Uhr. Heute mal mit Colorblocking. Ich friere und hatte ja keine Jacke, dann habe ich mir hier eine gekauft bei Walmart. Das ist so ähnlich, als wenn man zu Hause so bei Famila einkaufen geht oder so. Ich finde sie schick, fröhlich und setzt sich immer schön zum blauen Himmel ab. Es war heute Nacht wieder so kalt, das gibt es überhaupt nicht. Der Tag war so schön warm und jetzt mussten wir wieder die Heizung. Heute Morgen um 4 bin ich wach geworden von der Kälte. Jetzt ist die Heizung immer, dass sie nur noch lauwarme Luft pumpt. Ich weiß nicht, was da immer los ist. Auf jeden Fall, ich habe die Haare wieder schön. Oh, und die Duschen sind hier so schön sauber. Es sind zwar auch so diese Gruppenduschen und so, aber das ist alles echt gepflegt. Und es hat mir gut gefallen. Wir sind hier ca. 100 Kilometer von San Francisco, haben keinen Campground für heute Abend. Das ist alles überbucht, alles voll. Ich habe gesagt, lass uns jetzt nicht stressen. Wir fahren auf gut Glück und gucken, wo wir bleiben. Ich will auf jeden Fall heute gucken, dass wir Alcatraz rüberkommen auf die Insel. Das dauert so circa 3 Stunden die Führung
Und die waren natürlich auch vor Fahrzeugaufbrüchen und da ist dann immer so viel Panik im Internet so zu lesen. Und ja, diese Homeless People, die trifft man ja hier überall. Rainer hat gestern einem aus dem Auto einen Dollar geschenkt. Die liegen dann auf den Straßen in ihren Zelten mit ihren Hunden und zwar überall. Und es tut einem schon leid, wenn man hier als Tourist durchbratzt und die Kohle nur so raushaut. Das ist furchtbar eigentlich. So, es gibt Haferflocken. Und dann gucken wir mal, was San Francisco und die Golden Gate so für uns bereithält. Also wir melden uns später wieder mit ein paar schönen Fotos hoffentlich. San Francisco, 12-spurig, aber wir haben werbewirksam eingeparkt und wollen jetzt nach Alcatraz. Also hier steht da sicher $50 den Tag. Ich hoffe, das geht so in Ordnung. Alles verrammelt und verriegelt. Birds, animals and sea life on and around Alcatraz Island is strictly prohibited. Um 11 Uhr geht unser Schiff und was hat es gekostet? $90, ne? 100. Was? 100. 100? Warum guckst du so komisch? 100 pro Person oder für beide? Da geht's dahin. Die Kreditkarte glüht. Die glüht. Pro Person oder für beide? Für beide. Oh Gott. Diesen Hop-on-Hop-off-Bus gebucht, gleich für nach Alcatraz und werden mit diesem Bus, der hier alle dreiviertel Stunde fährt, alle Sehenswürdigkeiten dieser Stadt. Thank you and see you later. Bye. Thank you.
Francisco. Job on, job off Tour. Genau. Erst die alten Zausel. Aufgedroppt. Wir sind erstmal aufgedroppt. Mal sehen, wo wir überall abdroppen. Hi. Hi. Vorsichtig, nicht stoßen. Which worked. It actually did. The players actually had a hard time getting up and over. And it's a good thing they did that because it's. Ich finde, das ist ganz schön kalt, ne? Ja, ich habe meine Sturmhaube erstmal andersrum, damit wir die nicht. Du hast eine abgenommen, ne? Ja, ich habe die deswegen auch andersrum. Und weiter geht's hier. Mal echt Höchstleistung. Ich will es nur mal einmal zeigen. Die stehen ja hier alle über. Ich bin jetzt eben rückwärts hier eingeparkt. Oh, aber bestimmt tausendmal rangiert. Guck mal. So. So.
mit Einweisung. Aber das ist so die letzte Nachtjackengegend, die ich je gesehen habe überhaupt. Und dass man hier jetzt übernachten kann. Irgendwas stimmt jetzt nicht mit unserem Blackwater Tank oder Freshwater Tank. Rainer hat eben Freshwater aufgefüllt und auf einmal fing das fürchterlich an zu blubbern. Klospülung ging nicht mehr und Frischwassertank zeigt an Low. Irgendwas ist da falsch. Oh, guten Morgen aus dem letzten Nachtjackenviertel von von San Francisco. Ich führe euch gleich mal auch um diesen Campground. Hier leben nur Dauercamper, die kurz vor Homeless sind. Ich glaube, das sind Homeless People, aber als dann heute Nacht massive Schüsse hier fielen, hatte ich doch Schiss. Wir haben uns so ein bisschen verschanzt und neben uns steht auch noch ein Camper. Alle anderen sind hier wirklich schon, ich glaube, die leben hier dauerhaft. Dieser Campground hat $150 die Nacht gekostet, was ich persönlich als eine Unverfrorenheit empfinde, weil sonst haben wir auf den richtig guten immer so um die, ja, ich sag mal $50 bis $80 bezahlt und jetzt eben 150, dann machen sie aus der Not hier echt ein Geschäft. Und es gibt ja um San Francisco nur zwei. Einen haben wir angefahren, der hatte komplett geschlossen, den gab es gar nicht mehr. Im Internet auch überhaupt nicht erwähnt. Ja, also das war nicht so schön. Wir frühstücken hier heute auch nicht, weil wir uns einfach unwohl fühlen. Und fahren heute das erste Mal in der Zeit, wo wir jetzt hier sind, in ein Frühstückscafé und werden dort ein American Breakfast genießen. Ich gehe jetzt mal hier so ein bisschen, schleiche ich jetzt mal um den Platz, damit der Eindruck auch erweckt wird, was wir hier so vorfinden. Ja. Er schleicht sich da denn ins Bild. Wie war die Nacht? Wunderbar. Ruhig. Sicher. Keine Probleme. Ich glaube, wir haben in verschiedenen Welten gelebt und übernachtet heute. Ich bin mit meinem Husten immer noch nicht los. Ich werde den wohl auch mit nach Hause nehmen. Es ist unfassbar, dass diese Krankheit uns die ganze Reise über begleitet. Das ist wirklich so, es geht nicht weg. Also, bis später. Ich führe euch jetzt mal hier mit rum. Sehr eng, aber ja, sehr eng, alles eng und eng. Auch abgefragt irgendwie, sowas haben wir überhaupt noch nicht erlebt, sowas wie da vorne zum Beispiel. So, jetzt sieht man mal, wo wir hier geschlafen haben. Oh mein Gott. Also fahr mal hier bitte aus dem Müll raus. Hier können überall Nägel liegen, Rainer. Das ist ja echtes Ghetto. Und so abgelegen, so dunkel und deswegen die Schüsse auch. Also Wahnsinn. So, jetzt gehen wir zum Frühstücken.
So, hier ist unser Ziel. Mal sehen, wie es ist. Gehen wir mal rein. So, mexikanisches Frühstück. Darf ich mal einmal zeigen, deins? Bevor ich... Da ist Scrambled Eggs, Potatoes, Bacon. Oh, das sieht lecker aus, ne? Jo. Guten. Ich hab das Gleiche. Und, wie ist es? Ja, ganz gut. Gut, ne? Ja. Leider ein bisschen im Nebel verschwunden. Verkehr war, kam ich nicht rüber und wollte auch da reingehen. Das ist ja doof, ne? Und was lernen wir daraus? Der Augenblick ist jetzt. Stopp! Das ist eine wunderschöne kleine Werkstatt hier. $1,000 only for tip, ganz in Ordnung. So, could you tell us what you, or how do you do that? How do you do that? By mallet, chisel, a chainsaw roughing, and then mallet, chisel, finish, push, finished in oil, boiled linseed oil. Okay. And I'm Steve Maurer. I live right here in Boulder Creek. This is okay. CZU burn saved wood too. And is it just from only one kind of wood? Yeah, one? This is redwood. Yes. Yeah, redwood. That's all I've been using. Yeah. Ein süßes kleines Städtchen mitten in den Bergen und hier ist es richtig heiß. Den mag ich schon leiden. Wait. Wait. Wait.
diese Bilder eben von der Küste zeigen uns, wie wir den 70 Miles Trip oder wie nennt man 70 Miles Drive fahren. Wir haben Einlass bekommen, man muss $22 bezahlen und da war ein, also es hat mich richtig gerührt, ein Ranger, der dort stand, ein Schwarzer, der $22 von uns haben wollte als Eintritt und dann auf einmal sagte er, oh, you speak in German accent, isn't it? Und dann haben wir gesagt, ja, we came from Germany und dann wurde er auf einmal, sein Gesicht veränderte sich und dann erzählte er, dass er, während sein Vater damals bei der Marine war, bei der US Army war, erzählte er, dass er 9 Jahre alt war und in 4 Jahre dort in Deutschland gelebt hat und these years were the best years of my life, sagte er. Und da war sein Gesicht irgendwie so, das hat mich irgendwie total berührt. Dann habe ich ihm den 20-Dollar-Schein hingestreckt und wollte das bezahlen. Dann hat er kein Geld mehr genommen und hat uns einen schönen Aufenthalt gewünscht. Das war erwähnenswert, deswegen sage ich es auch nochmal. Ja, these years were the best years of my life. In Stuttgart. Ja. Dieser 70 Miles Drive ist in privater Hand und wurde gestaltet hier von dem großen Fruit-Produzenten Del Monte. Man kennt diese Del Monte Dosen zum Beispiel mit Pfirsichen, erinnere ich, dass das da Del Monte draufsteht, Pfirsiche in halber Frucht mit und ohne Fruchtmark. Auf jeden Fall gehört denen das hier und die haben das angelegt und jeder, der hier durchfahren will, muss eben Eintritt bezahlen. Interessant, die Küste ist interessant, wir haben heute Sonne, es ist zwar windig und kalt, aber wenn man sich richtig kleidet, kann man hier wunderschöne Fotos schießen. Der Camper und der hatte das jetzt aber in sich. Das ist eine ziemlich enge, befahrene Straße. Aber was viel schöner war, wir haben es ja geschafft, aus dem 7 Miles Drive raus, den Highway Number 1 weiter an der Küste. Und wir sind durch Carmel gekommen. Carmel ist ein kleiner Ort, an dem Clint Eastwood Bürgermeister war. Und da sind wir durchgefahren. Guten Morgen aus den Bergen von Monterey. Ich möchte heute mal den Tag mit einer Erkenntnis beginnen. Und zwar ist es so, dass ich nie geglaubt hätte, mit so wenig auszukommen. Was schlepp ich zu Hause für einen Scheiß mit mir rum? Und wie wenig brauche ich davon hier? Die Frage ist, warum ist das so? Und warum ist das zu Hause anders, als es hier ist? Ich fühle mich sauwohl so. Auch mit Basecap. Nun möchte ich natürlich nicht auf der Arbeit mit Basecap sitzen, aber es macht dadurch weniger Arbeit, die Haare zu machen und. Also es ist einfach nur angenehm, so zu leben. Jetzt kommt ein Auto, jetzt muss ich kurz Pause machen. Es ist immer noch ein bisschen frisch, Auto ist weg. Ja, wir fahren heute Richtung Big Sur. Das ist auch eine fantastische Küstenstraße. Wir begegnen dort eine wunderschöne Küstenlandschaft mit Klippen und ja, mal sehen, ob der Nebel sich verzieht. Wir sind hier leider an der Küste immer ein bisschen verhangen und haben dadurch keine richtigen schönen Bilder machen können, weil das Meer nicht blau und der Himmel auch nicht blau ist. Aber mal gucken, was uns erwartet. Eine große Brücke, kleine Wasserfälle und wunderschöne Küstenstraßen. Da wollen wir heute lang. Wir haben jetzt noch 2 Tage, dann sind wir schon auf dem Campingplatz wieder in L.A., direkt am Strand auch. Und am letzten Tag werden wir uns nochmal die Paramount Pictures in Beverly Hills anschauen. Also ganz berühmte Filme sind dort verfilmt worden. Der Pate, Star Wars. Also ich hoffe da auf schöne Kulissen. Da freue ich mich riesig drauf. Da haben wir eine Tour gebucht über 2 Stunden.
Und ja, da wollten wir neulich ja schon rein und sind ja nicht reingekommen, weil wir keine Tickets mehr gekriegt haben. Aber da freue ich mich also drauf. So, das ist der letzte Tag. Und ansonsten treffen wir uns am Mittwoch noch mit Rainers Familie, Eric und seiner Familie. Da wollen wir schön essen gehen in L.A. und da noch mal so ein bisschen quatschen, unsere Tour erzählen. Und ja, und dann geht's schon wieder Richtung Heimat. Meine Schwester hat gepostet, dass unser Rasen bestimmt, also der Mäher schafft das nicht mehr. Ah, der Pudel wuchert, der muss auch zum Friseur. Also es wird Zeit, dass wir nach Hause kommen. Und das sind jetzt wirklich hier so die letzten Tage, die wir haben. Und ganz ehrlich, ich freue mich auch auf zu Hause. Also, ich war in der Infostation und musste da zur großen Überraschung erfahren, dass der Highway 1 von Big Creek Reserve bis Ratchet Point Inn weg ist. Weggespült. Keine Durchfahrt möglich. Wahnsinn. Und jetzt heißt das, wir müssen wieder alles komplett zurück? Ja, weil es keine Umleitungsstrecke in Big Sur gibt. Das heißt, wir müssen zurückfahren. Es gibt keine andere Möglichkeit. Bis wohin? Er sagte bis Monterey, aber wir müssen jetzt mal auf der Karte gucken, wo die 68E ist. Also irgendwo wird man wohl in die Berge hochfahren können und dann zurück über die 101 und darunter über die 46. Und in diesem Bereich hier gibt es mehrere Must-Sees. Einmal ist es der Pfeiffer Big Sur State Park. Da sind wir eben vorbeigefahren. Genau, da können wir hin zurückfahren, Viertelmeile zurück. Dann gibt es Julia Pfeiffer State Park, da kann man auch hingehen. Und das ist alles Wanderwege, sind das? Das dritte ist Point Lobos, ja. Ja, haben wir alles, können wir zurück nach Monterey. Und ab in den See. Bei $200 hat er gesagt, du reicht's. Wir haben einen Campground gesucht und sind zur Küste gefahren, weil das Wetter so schön warm war und kommen unten an der Küste an. Alles verhangen wie im November. Grau in Grau, das Meer grau. Da habe ich gesagt, nix, hier bleiben wir nicht. Wieder kalte Jacken an, das kommt nicht in Frage. Jetzt sind wir 13 Kilometer wieder nach oben weg von der Küste. Man sieht da hinten noch ein bisschen so. Aber haben jetzt einen Campground zwar ohne Strom gefunden, ziemlich leer, alles reserviert. Aber hier werden wir heute Nacht bleiben und dann weiter Richtung Los Angeles fahren. Wenn das gerüstet wird für die Weiterfahrt, mache ich meine gewohnte Morgenansprache. Ein Laken und zwei Decken, das hat heute Nacht gereicht, um nicht zu frieren. Ab 4 Uhr habe ich wieder die Heizung betätigt und dann war es schön warm. Wir haben eben draußen gefrühstückt und fahren jetzt wirklich der Sonne entgegen. Wir haben die Schnauze sowas von voll, dass an der Küste hier einfach überhaupt kein Funken Sonne durchkommt. Und dadurch ist es kalt und fast wie im November. Man kann ja gar nichts erkennen vom schönen türkisfarbenen Nordpazifik. Darum haben wir uns... Aha, der Driver ist auch eingetroffen. Morgen! Lein los. Wir fahren jetzt wieder ein bisschen ins Landesinnere und tatsächlich nördlich ein Stückchen weg, um ins bessere Wetter zu kommen. Und werden dann morgen Los Angeles erreichen, richtig? Heute richtig. Brauchen wir nochmal einen anderen... Heute suchen wir nochmal einen Campground, den wir nicht kennen. Und morgen sind wir dann in L.A. So der Plan. Wir müssen noch grillen heute. Wir haben noch Fleisch. Wir haben noch 3 Dosen schwarze Black Beans. Heute gibt's keine Burger. Richtig. Aber Spiegelei, Black Beans und ich habe Lammkotelett und der Rainer hat sich Bratwürstchen. Ja, aus Huhn. Aus Huhn gemacht. Jetzt reden wir über Essen.
Fotos werden auch weniger, weil wir einfach weniger sehen. Also die schöne Zeit ist vorbei. Ab nach Hause. Echt, wir wollen nach Hause. Das finde ich gemein. Hier haben wir jetzt diese Armbänder gekauft für Manu und für mich. Und diese kleinen lustigen Kameraden. Das ist funny. Das ist ein very nice Shop hier. Tolle Sachen. Zum Beispiel die hier. Die alten Flipper wurden hier auf, aber ist natürlich alles auch ein stolzer Preis für 895. Finde ich aber irgendwie super. An unserem Coa Campground in Santa Margarita. Rainer hat eben vorgelesen, dass man hierüber spricht, dass jeder, der Psychotherapie braucht, sie hier absetzen kann. Und wenn er hier wegfährt und es ihm noch nicht besser geht, dann war er einfach noch nicht lange genug hier. Da bin ich ja gleich mal gespannt. Ich höre schon kleine Kinder am Pool. Es ist richtig heiß hier. Also so, wie wir das wollen. Und? Ja, auf geht's. Ja, erzähl mal, welchen Campground und was hat das gekostet? Und 49, Campground 49. Mit Strom? Mit Strom, mit allem. Und das kostet 95 Dollar. Und können wir uns einen aussuchen? Nee, wir haben Nummer 49. Und gibt es einen Key für die Duschen? Und haben wir einen Grill? Ah, Pool Bathroom. Doorcode 1900. Und wir haben einen Grill. Dann geht's los. Ja. Wir grillen nochmal. Ich glaube, unser letztes Mal, ne? Oder? Abschiedsgrillen, jawohl. Abschiedsgrillen, okay. Ach, so viele Würstchen. Und so kleine. Und so kleine. Ein bisschen Kräuterbutter. Ja. Das ist ein Status. Hm? Das ist ein Status? Nee. Für zu Hause. Ist ja so ein bisschen Abschied von Amerika. Ja.
Errungenschaft von gestern. Das sind ja die bekannten Baklava, wie man sie kennt. $25. Also ganz ehrlich, das geht eigentlich nicht. $25 für das. Hier habe ich einmal abgebissen, aber ansonsten, ja, das ist Wucher, finde ich. Ich weiß auch nicht, was da so teuer dran war, aber da kann ich mich immer noch drüber aufregen. Oh, und da kommt der Nebel schon wieder. Man sieht ihn richtig ankommen. Gleich ist es wieder vorbei mit Sonne. Das ist doch ein Scheiß, Mann. Haha, guck ihn dir an, da ist er. Und weg ist die Sonne. Überall Kohl. Kohl, 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 Erdbeeren und Kohlrabi. Soweit das Auge reicht. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 und die auch 12 Spuren. Unser Campground. Fluten die hier mit Wasser und dann ist das Baywatch-Kulisse gewesen. In diesem Haus hat Elvis gewohnt, wenn er gefilmt hat. Also, er schmeckt gut und es ist alles drauf und auch die Burger-Soße ist diesmal gut, ne?
Oder? Ich finde schon, es ist anders. Aber er sieht auch extrem gut aus. Alles, weil Rainer den Grünen sich auf der Bühne hochheben lässt. Ganz ruhig.